Veggie Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich habe jetzt zum zweiten Mal William Patterson bei mir von der Firma Juul. Herzlich willkommen, William. Dankeschön. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Sehr gerne. Wir haben letztes Mal über Juul gesprochen, über die Drinks, die man zu sich nehmen kann. Das ist ja eine ganze Mahlzeit. Das macht man kalt mit Wasser oder mit Pflanzenmilch, wie auch immer man möchte. Und jetzt gibt's was Neues von euch, brandneu. Juul Hot and Savory. Das wird heiß gemacht. Wie funktioniert das? Ganz genau. Ja, Juul Hot and Savory ist eine warme, komplette Mahlzeit. Mhm. Hergestellt aus natürlichen Zutaten wie Reis und Quinoa und Kräuter. Und es hat auch natürlich 24 Gramm pflanzliches Eiweiß und ist alles vegan. Wir haben Hot and Savory in zwei Geschmacksrichtungen jetzt auf den Markt gebracht. Eine ist Thai Green Curry, das ist ein bisschen schärfer und Tomaten und Kräuter auch. Und es ist ähnlich wie ein Risotto, würde ich sagen. Juul natürlich, wie du ja vorher erwähnt hast, besorgt deinen Körper mit allen wichtigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Und diese Mahlzeit kostet so ab 3,20 Euro. Okay, das ist, glaube ich, preiswerter, als wenn ich in die Bäckerei gehe und irgendein olles Brötchen kaufe. Das stimmt. Bin auf jeden Fall gesünder und auf jeden Fall viel mehr Eiweiß drin. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Also wer ist auf die Idee gekommen, das herzustellen? Wir entwickeln neue Produkte meistens auf Grundlage von Kundenfeedback. Mhm. Und unsere Shakes sind natürlich sehr bekannt, das ist unser Hauptprodukt. Und sehr viele Leute haben gefragt, nach was salziger ist. Ja. Das Problem ist, wir haben probiert, einen salzigen Shake zu machen. Das hat natürlich nicht so geil geschmeckt. Und ja, wir haben das Feedback intern besprochen. Wir haben das alles probiert, so zum Beispiel einen Satay-Geschmack. Und für manche Leute waren das okay, aber viele haben gesagt, das ist einfach ein bisschen zu komisch. Deswegen haben wir was ganz anderes, was Herzhaftes entwickelt. Und es schmeckt auch wirklich sehr lecker. Und das ist auch, was man kauen kann. Ist das denn auch wirklich so eine ganze Mahlzeit? Also macht mich das satt? Ganz genau, ja. So eine Beutel enthält so 7 Mahlzeiten und eine Mahlzeit hat ungefähr 400 Kalorien. Aber die Kunden können jedoch so wenig oder so viel hinzufügen, wie sie möchten. Natürlich ist 400 Kalorien eine komplette, vollständige Mahlzeit. Aber wenn man 200 Kalorien zu sich nimmt, dann ist es wie ein Snack. Für wen ist das denn geeignet? Also das flüssige Juul, worüber wir gesprochen haben, ist ja für Leute, die morgens keine Lust haben, sich, sag mal, großartig irgendwas zum Frühstück zu machen. Ist es bei Hot and Savory genauso gedacht? Also wenn ich mal keine Lust habe zu kochen? Genau, das ist wirklich sehr ähnlich. Aber wir wollen mehr Auswahl anbieten. Das ist für Menschen, die ihre Ernährung besser kontrollieren wollen und natürlich sicherstellen wollen, dass sie eine gute Menge an Protein, Ballaststoffen und Fetten haben. Und natürlich Leute, die keine Zeit für Food Prepping oder Abwasch haben. Aber wie du vorher gesagt hast, das ist wirklich dafür, wenn man keine Zeit hat und trotzdem gesund essen will. Wir wollen natürlich nicht dadurch alle Mahlzeiten ersetzen. Kann ich das denn eigentlich auch mit eigenen Zutaten noch mischen? Also wenn ich jetzt an diese Thai-Geschichte denke, weiß ich nicht, kann ich da noch ein bisschen Tofu reinmachen oder was weiß ich? Das auf jeden Fall, ja. Juul Hot and Savory ist eine komplette Mahlzeit und schmeckt auch alleine sehr gut. Mhm. Aber Kunden haben die Flexibilität natürlich, das ein bisschen aufzupimpen mit Salz und Pfeffer, Chili-Sauce oder natürlich aus als Beilage, aber man muss nicht unbedingt Eiweiß dazu packen. Ich persönlich, ich mag Avocado dazu und ein bisschen Creme Fraiche. Das schmeckt auch wirklich sehr lecker. Ah, das klingt gut. Dieses Thai Curry ist ja wirklich ein bisschen schärfer, wogegen die Tomate also sehr, sehr leicht ist. Also da braucht man, glaube ich, ein paar Gewürze dazu, aber kann nicht ohne Probleme reinmachen. Genau, das kann man sozusagen, man kann alles da reinwerfen, was man will. Ich persönlich mag manchmal ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Basil, Chili-Sauce ist auch so ein Favoriten von uns, ja.
Was haben denn eigentlich die Tester gesagt? Ihr habt ja diese Produkte erstmal getestet an vielen Menschen, gehe ich mal von aus. Waren die gleich begeistert oder haben die auch Kommentare abgegeben? Also hier fehlt noch was, da könnte es noch ein bisschen anders schmecken. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Es war wirklich sehr positiv. Die ersten Teste sagen, dass es köstlich ist und wirklich gut schmeckt. Ich glaube, die Leute sind tatsächlich überrascht, wie es schmeckt, weil es ist wirklich voll mit Kräutern und Gewürzen. Und ich glaube, viele Leute haben damals gesagt, dass die fanden das Konzept von Juul richtig toll, aber die fanden es ein bisschen zu komisch, jeden Tag Shakes zu trinken. Und deswegen, sie freuen sich, was Neues, ein anderes Format zu haben. Aber wir haben das Feedback bekommen, dass zwei Geschmacksrichtungen sind vielleicht noch nicht genug, deswegen wollen wir probieren oder wir testen gerade neue Geschmacksrichtungen aus. Darfst du schon verraten, in welche Richtung es geht? Noch nicht, wir sind noch am Testen. Okay, da sind ja viele gesunde Inhaltsstoffe drin, also Eiweiß und Vitamine und so. Bleiben die eigentlich erhalten, auch wenn ich das mit heißem Wasser anrühre? Genau, wir haben das so entwickelt, dass die wirklich noch drin bleiben, weil es wird tatsächlich mit kochendes Wasser gemacht. Ja. Und das haben wir natürlich auch ausgedacht. Also dass die guten Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Genau. Wo bekomme ich das denn? Also eure Drinks, also das Pulver gibt es ja bei euch online. Ich gehe mal davon aus, Hot and Savory auch. Hot and Savory ist auch online erhältlich, natürlich auf juul.com. Mhm. Und ich würde sagen, folgt unseren Social Media Kanäle auf @juul, weil da gibt es auch immer Neuheiten. Arbeitet ihr eigentlich daran, diese Produkte auch mal in die Geschäfte zu bringen, also dass ich die vielleicht vor Ort direkt kaufen kann? Ja, wir arbeiten dran. Wir machen das schon bereits in England und wir wollen das, ich darf nicht so viel sagen, aber das sollen wir wirklich bald im Retail bringen. Okay. Was Hot and Savory angeht, wissen wir noch nicht, aber ja, mal gucken. Okay, also die Pulver, die Drinks sozusagen, die wird es dann vielleicht dann bald irgendwann auch vor Ort zu kaufen geben. Genau, wahrscheinlich, also RTDs, weil die wirklich sehr praktisch sind, to go, das sind die Ready Drinks. Ja. Und die Bars auch, die sind besser geeignet, glaube ich, für Geschäfte, weil wenn man wirklich keine Zeit hat, dann kann man wirklich schnell was holen und Pulver wird wahrscheinlich eher online verkauft. Weil das kann man zu Hause mixen. Du bist ja für die Staaten auch zuständig, also für Amerika, für den Markt. Wo laufen denn eure Produkte am besten? Kann man das so sagen? Werden die überall gleich angenommen oder mögen die Engländer das mehr als die Deutschen oder die Amerikaner? Das ist eine gute Frage. Also unser Hauptmarkt ist England, weil wir eine britische Marke sind. Mhm. Aber wir haben sehr viel Wachstum in Amerika und auch Europa. Und das ist wirklich sehr interessant. Und in Deutschland natürlich, wir sind jetzt viele Jahre auf dem Markt und wir freuen uns, weil in Deutschland, ich glaube, da ist ein Wunsch nach, alle wollen sich gesund ernähren, viele Leute wollen zum Sport und ich glaube, gerade ist eine gute Zeit, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Das war jetzt ein gutes Schlusswort, William. Ich bedanke mich bei dir für diese Information, wünsche viel Erfolg für Juul Hot and Savory und ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, vor allen Dingen auch die neuen Geschmacksrichtungen. Wir bleiben auf alle Fälle dran und werden dann auch wieder berichten. Perfekt. Ich bedanke mich ganz herzlich, Michael. Bis dann. Bis dann, danke. Tschüss. Der Beitrag ist vorbei. Die Lust auf Schokolade noch nicht? Kein Problem. iChock Nachschub gibt's im Bioladen und bei DM.